sind wir wieder. Und wir schauen gleich mal beim Autohändler vorbei. Ich hatte mir überlegt, mir ein neues Auto zu kaufen für die Drift. Jetzt der Autohändler. Ah, da unten. Da gucken wir mal so um. Ich habe ein bestimmtes Auto, mir jetzt ein bisschen ins Auge gefasst. Ja, gucken wir trotzdem mal, ein bisschen Kohle auf der Tasche jetzt. Was wir so kriegen könnten noch zusätzlich. Vielleicht tausche ich dann kurz Öl noch um. Den hatte ich ein bisschen ins Auge gefasst. Der geht aber auch für Drift, ne? Dann nehmen wir den doch. Hey, wenn du die letzte Strecke mochtest. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die Garage und den Wagen aufbauen. Wo hab ich denn die Garage? Oh Gott. So viel Symbol auf dieser Karte. So. Ich mag den neuen Wagen. So. Gut. So, Felge wechseln.
warten wir noch ab. Hier schön ist. Gute Sachen dabei schon. So. Gut. So. Gut. Business Story machen weiter. Okay, dieser Kurs hat's echt in sich. Das wird richtig schwer für dich. Mein Rekord steht. Und wenn doch? Dann hast du den besten Drifter der Stadt besiegt. 70.000. Hi. Und ich leg sogar noch einen Preis drauf. Viel Glück. Wir sehen uns im Ziel. Klar, dir fehlt natürlich definitiv die Leistung. Perfekt!
Schaffe es oder gib auf! Aber krieg ich ihn auf jeden Fall. Schon die Hälfte jetzt alleine. Und weiter so. Wie wär's mal mit was ganz Besonderem? Du hast alles im Griff. Ich hab's befürchtet. Schon geschafft. Du machst das gut. Ein letzter großer Drift noch. Nervt's dich nicht, ständig so gut zu sein? Nö. Ich weiß, da steckt noch mehr in dir. Du musst konzentriert bleiben. Scheiße, Kopf. Es gibt eine kleine Komplikation. Merke schon. Alle herhören. Wir haben ein bestätigtes Zielfahrzeug. Es handelt sich um ein Chevrolet Camaro. Kannst du dich mal spannend machen? Nein. Scheiß Kopf, geht mir da ein bisschen auf die Liste. Vor allem mit dem Drifter. Hätte nicht gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Haltet durch. Weitere Einheiten sind schon unterwegs. Ja, danke für den Checkpoint auf das Dexcom. Jetzt muss ich natürlich zurückfahren und da kommt der nächste nämlich schon an der Bar. Gut, die Punkte nehmen wir mit. Das war ja noch nicht mal knapp. Nee, war es auch nicht, aber trotzdem gibt mir gerade die Kopf auf den Hilfe, wenn du sie. Oh. Das war der Zielpunkt. Da bin ich jetzt, der oben auf der Brücke ist. Hey, du fährst mit dem Chevrolet. Komm, ja, der ist natürlich oben auf der Brücke. Ja, leck mich doch. Schön, dass er mir weiter den falschen Punkt angibt.
Oh, der Kopf ist weg. Ah, das Auto. Aber ich werde immer wieder zu dem falschen Punkt gesetzt, ne? Doch, da hoch muss ich. Okay. Hier ist die Auffahrt. Das ist gar keine Brücke, das ist ein Parkhaus. Im Schnee hatten wir nie solchen Stress. Ich habe unser Ziel gerade wiedergefunden. Sie sind zurück! Scheiße! Was ist der denn? Da ist der Punkt. Oh, Gott sei Dank. Was ein verwirrter Punkt, ja! Ne, was? Ich kann dich echt nicht leiden, was? Du bist offenbar zu gut für sie. Verdammt. Aber ich bin die Kopf los. Ich war sehr verdammt. War zu einfach. Oder auch nicht. Ich muss die Typen jetzt mal loswerden. Ich muss ja verschwinden gerade. Glaub, du bist sie los. So, jetzt bin ich endgültig los. Puh. Es ist keine Schande, mal zu verlieren. Bist du dir da sicher? Ich will's mir nur schönreden. Aber im Ernst. Heute habe ich mich im Auto zum ersten Mal so gefühlt wie auf dem Board. Und das nur dank dir. Ich hoffe, wir wiederholen das. Wann immer du willst. Ich komm drauf zurück. Übrigens, bei Lucas wartet was auf dich. Ja. Yeah. Es wird dir gefallen. So, mal zurück in die Garage hier. Das Auto ist nämlich ziemlich beschädigt. Ja, du brauchst vielleicht nur ein bisschen Schlaf. Hey, wie ist der Verkehr da draußen? Aber ich brauche nicht. Toll, kann ich nicht mehr. Egal. So. Dann tun wir mal weiter.
Zurück brauchen wir es nicht. Weil da kriege ich nur bessere Werte, sonst nichts. Dann mache ich mal Feierabend hier.